Ajo. Gell? Vor Schneier, Leute. Und so fängt der erste Vlog 2024 an. Der frischer Sieg. Shalom. Das ist komisch. Der Zug kommt. Wow, wir gehen nach Kaiserslautern. Jö. Oh jö. Gamer. Hallo, wo sind wir? Och nö, Miesloch. Nee. Ja, Karl der Große, Konkurin und die Luise. Ey. Nachdem Karl der Große und Luise so wunderbar geschmeckt haben, ein Starbucks. K-Town, das ist K und dann Town. So sieht er aus, Leute. Und jetzt kommt der Taste-Test. Sehr frisch. Sehr gute Soße. Kommt noch ein bisschen mehr. Aber einziges Problem. Da ist Rucola drauf und ich bin nicht so der Rucola-Fan, aber sonst, boah, Bombe. Der K-Town-Döner, der war gut, das Fleisch könnte ein bisschen saftiger sein, war es okay. Das Brot, ich dachte ursprünglich, das wäre nicht so stark, das hätte auch ein bisschen knuspriger sein können, bin ich ehrlich. War insgesamt ganz okay. Stimmt dazu. Ah. Ich hatte ursprünglich mich beschwert, dass keine Gurke und keine Tomate da war, aber dann habe ich noch eine gesehen, also eine geschmeckt und da war noch eine drin. Und noch eine Peperoni war da. Insgesamt gebe ich dem K-Town-Döner solide 7 von 10 Döners. Wann kommt die 30 Tage Döner-Challenge? Die kommt nicht. Das fällt mein Geldbeutel nicht aus. Weißt du, was ist, wenn wir spenden? Spendenaktion? Mhm. Leute, bei 30.000 Likes kommt die 30 Tage Döner-Challenge. Okay, ich melde mich jetzt hier ein paar Tage später. Ich muss das ganz kurz korrigieren. Der K-Town-Döner, ich ziehe ihm 2 Punkte ab. Das war, das war eine 5 von 10, keine 7 von 10. Ich habe gerade jener Döner gegessen und so muss ein richtiger Döner sein. Der K-Town-Döner im Vergleich, Ja, man sieht mal wieder den Unterschied. Marc hat sich gerade... Also. Ja. Das Teil. Jo. Das ist auch so eine Gamble Box. 4 Euro. Und Marc wollte den Pilzkopf. Ja. Aber ich finde das auch legit auch süß. Ojo. Ja, hallo. Wir haben hier den Jufka von Kutun Döner. Das ist der Kutun Döner in Herxheim. Und wir werden das jetzt zum Test geben. Wir haben ja in diesem Video auch schon den K-Town Döner gesehen. Und auch schon den Jener Döner kurz angesprochen gehabt. Jener Döner war bisher von den beiden der beste. Mal gucken, wie der Kutun Döner hier quasi mithält. Mhm. Mmh. 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 Das Fleisch ist so gut. Hier sieht man auch. Hier sieht man auch die Zwiebeln. Ja? Und das ganze andere Zeug, was er reingepackt hat. Er hat hier auch schön das Jufka-Material so ein bisschen gebräunt. Das ist göttlich. Das ist, ich würde sagen, 8 von 10. Ja, so heute ist Tag der offenen Tür für den epischen Sieg. Ja, welchen Tag haben wir heute? Veganer. Sonntag. Ja, der 28. Der 28.1. Und wir drehen gerade so ein dämliches Musikvideo für Langeweile. Und das müssen wir in Musik, müssen wir dafür die... Ja, muss ich dafür die Musik machen. Und ja, da machen wir gerade... Wir haben sogar die Drohne dabei. Das wird so dumm werden. Und Steine. Und Steine. Dann baute er Faustkeile nur so aus. Ja. Ja, Shalom. Was haben wir heute für einen Tag?
Montag? Ja, schon. 29.01. So, wir 29.01. Ich hatte, glaube ich, schon gesagt, dass das letzte Video vom Januar das davor ist. Ich hatte nicht damit gerechnet, das jetzt noch zu machen. Also folgendes. Wir sind mit dem Mathe-Stammkurs als Mathe-Exkursion bezüglich Stochastik und Wahrscheinlichkeitsrechnung hier in der Spielhalle, ja. Und Marc und ich haben 5 Euro gesetzt und haben jeweils 10 Cent Profit gemacht. Nee, nicht 10 Cent. Ja, also. Also Moment, 3,20 Euro haben wir schon jeweils beide gemacht. Ja, wir haben 3,20 Euro Profit gemacht, durch 2 geteilt und den Garderobenpreis abgezogen, sind wir also 10 Cent reicher als davor. Nicht 3,20 Euro pro Person. Nee. Doch, plus die 10 Cent Beträge plus meine 2 Euro. Die Cent Beträge. Die Cent Beträge, ich die 2 Euro. Also auf jeden Fall haben wir jetzt nicht so krass Profit gemacht. Und dann, unser Mathelehrer hat gesagt, ja, in 2 Dingern bei Roulette, da kommt jetzt gleich die 0. Und irgendwie haben wir das so ignoriert. Und dann habe ich nochmal so witzhalber gesagt, Torbi, du musst jetzt auf die Null setzen. Du musst jetzt auf die Null setzen, Torben. Na, Torben auf die Null. 72 Euro gewonnen. Ja, und auf dieser hohen Note kann man dann jetzt auch nie wieder ins Casino gehen. 72 Euro behalten, Torben, meine 5 Euro kriege ich noch dafür, dass ich dich gezwungen habe. Die kriegst du definitiv. Kannst du tauschen.